Der Markt ist wieder da. Yeah, was für ein Ereignis. Nachdem es so weit runterging, hat der Markt gezeigt, was er kann. Die Marktteilnehmer haben gesagt, wir glauben nicht an die ganzen schlechten Nachrichten. Wir kaufen und zwar massiv. Für die meisten Indizes, zum Beispiel Dow Jones, aber auch für den DAX, ist das an einer wichtigen Unterstützung, was heißt wichtig, aber an einer Cluster-Unterstützung gemäß Fibonacci gewesen. Also wo viele, viele Marken waren, dort hat der Markt gedreht. Nur der Nasdaq, der hat im Zuge der Daten oder der Informationen zur Kontrolle, zur US-behördlichen Kontrolle der Hightech-Unternehmen, Facebook, Google und so weiter, Apple, gesagt, wir gucken mal die Marke von unten an. Tatsächlich ist er durchgerauscht. Aber er kommt, und zwar alle Märkte, auch der Nasdaq, sehr, sehr steil nach oben. Ist das also der Hoffnungsschimmer? Ist das der Beweis, dass es nach oben geht? Übergeordnet dürfen wir nicht vergessen, seit Weihnachten ist der Markt so stark gestiegen, dass man eigentlich nicht von irgendwelchen Sorgen und Ängsten sprechen kann. Alles kein Beweis, aber ein klarer Hinweis, dass die Marktteilnehmer im Moment überhaupt nicht negativ drauf sind. Auch das Geplänkel jetzt, weil der Kurs mal runtergeht, also bitteschön, der Markt so stark gestiegen seit Weihnachten, er muss doch mal runterkommen. Wir können nicht erwarten, dass der jetzt immer so läuft, also wünschen darf man sich, aber wir sind hier nicht bei Wunschkonzert. Also insofern, Rücksetzer sind doch normal und der Anstieg, den wir aktuell haben, der lässt echt vermuten, dass das Ganze jetzt schon wieder vorbei ist. Und das im Sommer? Geht das überhaupt? Saisonal wäre das doch total doof. Sell in May. Tatsächlich ist es kein Beweis, dass der Markt jetzt tatsächlich schon gedreht hat, denn wir haben noch eine ganze Menge Widerstände vor uns. Zum Beispiel, wenn man hier mal beim DAX guckt, dann sehen wir uns das hintere Ende hier mal an. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Das hintere Ende so ein bisschen an, dann sieht man, dass wir hier im Trendkanal jetzt gerade auf der Oberseite sind. Da liegen auch noch einige Fibonacci-Levels. Ebenfalls ein Indiz, dass da erst noch mal dünne Bretter gebohrt werden müssen, beziehungsweise vielleicht ganz dicke, um da durchzukommen. Ich kann mir also vorstellen, dass der Markt da erst noch mal kämpfen muss, bevor er es da durchschafft. Ähnlich sieht das Bild, Hausaufgabe für Sie da draußen, beim Nasdaq aus beispielsweise, bei den anderen Indizes. Wir haben hier die ein oder anderen Widerstandsmarken hier im liegen. Wir müssen damit rechnen, dass der Kurs mal runterkommt. Aber da gilt das Gleiche, was ich eben gesagt hatte für die Weihnachts-, die Nachweihnachtsrallye. Auch da der Kurs, also bitteschön, wie viel sind wir jetzt gestiegen beim DAX hier, wenn ich das von unten gucke, 11.600, ganz grob in der Kasse, bis fast 12.100. Ja, bitteschön, lass den armen Kerl doch, das ist doch ein alter Mann, der soll auch mal verschnaufen dürfen. Wenn der jetzt nur noch rennen darf, weiß ich auch nicht. Also, wir müssen damit rechnen, dass es einen Rücksetzer gibt und der wäre jetzt durchaus natürlich, denn wir sind in den Bereich der oberen Widerstände angekommen. Beim Nasdaq habe ich es erzählt, beim DAX genauso. Wir müssen also damit rechnen, dass heute vielleicht wieder mal ein schwächerer Nachmittag oder zumindest Tagesabschluss wird. Es ist nicht gesagt, dass das passiert. Wenn es nicht passiert, wenn der Markt tatsächlich weiter nach oben sich fortsetzt, wäre es ein umso schöneres Zeichen. Ich muss gestehen, ich würde trotzdem noch nicht sofort blindlings einsteigen, sondern lieber auf einer kleineren Ebene einen Rücksetzer abwarten. Aber was weiß ich schon. Gucken Sie, wie es für Sie passt. Aber ein Hinweis wäre es auf jeden Fall mal auf die Stärke, auch wenn er dann zwischendurch immer noch mal wieder ein bisschen nach unten kommt. Das wäre alles gar nicht so schlimm. Aber vorsichtig, wir hatten, ich mache noch mal den Zoom hier drauf, wir hatten schon mal so eine relativ steile Aufwärtsbewegung hier. Das ist jetzt auf Tagesbasis oder hier sieht man es noch so im Stundenchart hier. So, ich weiß nicht, ich kriege es mit den Händen jetzt gerade nicht besser hin. Sowas alleine macht noch keinen Sommer. Es ist jetzt wichtig, dass jedweder Rücksetzer, wenn der Kurs runterkommt, dass der möglichst dezent ist, möglichst zart, dass nicht jemand da in Panik gerät, sondern dass man sagt, ach, könnte ich es noch mal ein bisschen billiger haben, wäre ja sehr herzallerliebst. Wenn das der Fall wäre, dann ist das sowas von ein Long-Signal. Wenn er aber jetzt anfängt und sagt, aha, jetzt gucken wir mal, machen wir mal Kinder erschrecken, hier den Markt nach unten oder Trader erschrecken und wir zeigen mal, dass der Markt genauso schnell wieder nach unten gehen kann, dann ist das ganze tolle Bild, was wir jetzt haben, vorläufig kaputt. Nicht übergeordnet. Das positive Weihnachtsrallye-System, System sage ich schon, der Ansatz, der da jetzt da sich entwickelt hat, die gute Stimmung daraus, die wird auch trotzdem noch da sein. Dann kann es allerdings sein, dass es einfach alles ein bisschen länger dauert in dieser Schiebewurst der Korrektur. Wir müssen also abgewartet oder gespannt bleiben und abwarten. Gucken Sie, in welche Richtung die Dynamiken sind. Das verrät enorm viel. Und wenn dann eine schwache Phase in die Gegenrichtung kommt, zuschlagen ist eigentlich nicht die schlechteste Idee. So, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute alles Gute. Drücke Ihnen die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite sind. Wir sehen uns in den Märkten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.